Ja, wie versprochen, wie ihr bereits wisst, habe ich gesagt, ist nächste Thema E46 und zwar Thema Schwachstellen. Das heißt, wir sind bereits mitten im Video Teil 2. Und jetzt würde ich sagen, Marcel, kommst gerade mal her. Eine der größten Schwachstellen, wie ich gesagt habe, wovon die 36 Leiter übernommen worden sind, ist hier die Thematik mit dem Rost. Ja, ihr seht, wenn man auch hier reinfährt in den Radlauf, kann ich gerade mal rumkommen, hat er hier dasselbe Problem. Ist noch machbar, kann man noch machen. Wenn man sauber machen will, muss man die ganze Seitenwand quasi lackieren. Leider auch bis nach vorne zur A-Säule, wenn man es richtig machen möchte. Hier würde ich aber raten, dass man es beilackiert, einfach um Kosten zu sparen bei diesem Fahrzeug. Jetzt würde ich sagen, kommen wir noch schon zu zwei, drei weiteren Punkten. Wir haben einmal das Hinterachsdifferential. Ist oftmals so, dass das undicht wird. Das heißt, es ist leicht ölfeucht oder fängt sogar teilweise an zu tropfen. In der Zwischenzeit gibt es relativ günstig Abhilfe. Das heißt, man kann einfach ein gebrauchtes, intaktes kaufen und einbauen, weil abdichten, der ganze Aufwand, lohnt sich in meinen Augen meistens nicht. Bei den Dieselmodellen ist es oftmals so, dass es Probleme gibt mit dem Turbolader oder mit der Einspritzpumpe. Das haben hier die Benziner nicht. Nichtsdestotrotz gehen wir jetzt ab nach vorne zum Motor und dann machen wir da weiter. Bis gleich. Ja, dann würde ich sagen, kommen wir jetzt zum Herzstück. Wir haben hier ein 2,5 Liter verbaut, 323i, nicht erschrecken, ist aber ein 2,5 Liter, leistet 170 PS und 245 Newtonmeter, ist allerdings ein reiner Sorgmotor, das heißt, wir haben hier keinerlei Aufladung. Ja? Vorteil, beziehungsweise was gut ist an den Motoren, die Motoren sind relativ robust, das heißt, wenn die ihr Öl haben, ihr Wasser haben, gibt es normalerweise keinerlei Probleme. Kleinigkeiten durch viel Kilometer durch Kilometer sind vorhanden, und zwar einmal die Ventildeckeldichtung. Macht man hier überschauen, sieht man hier unten, da fängt er einfach zu schwitzen an. Die muss auf jeden Fall beobachtet werden und dann gegebenenfalls erneuert werden. Jeder, der da ein bisschen technisch versiert ist, kann das machen. Die Dichtung kostet im Zubehör so, ja, so 35 bis 40 Euro, ganz grob, und ist halt dann ein bisschen Arbeit. Was ab und zu vorkommt, ist, dass die Zylinderkopfdichtung defekt geht. Und zwar ist das meistens, wenn die Kühlung nicht ganz mitspielt, weil es oftmals, oder es gibt Probleme mit dem Kühler. Da gab es Probleme an der Steuerung, beziehungsweise an der Kühlersteuerung. Und wenn man da nicht aufpasst, dann macht der Kopf relativ, oder die Kopfdichtung relativ schnell Probleme. Ist aber vereinzelt, ist jetzt nichts, wo man sich groß Sorge machen muss. Gibt ja auch genügend Anzeichen dafür, wenn ihr so ein Fahrzeug kaufen wollt. Wenn das Fahrzeug raucht, qualmt, wenn ihr einen größeren oder einen Ölverlust seht, unterhalb vom Ventildeckel und oben ist es trocken. Das sind so kleine Merkmale, sage ich mal ganz vorsichtig. Was das gleiche Problem ist wie bei mir 36, ist die Vorderachse. Ist mit der Lagerung relativ problematisch, gibt es allerdings Abhilfe. Die hinteren Querlenkerlager, die Gummilager schlagen oft aus. Dann hat man eine leichte Vibration auch beim Lenken, beim Bremsen. Das merkt man quasi sofort. Aber wie schon gesagt, da gibt es genügend Abhilfe zu dem Thema. Jetzt würde ich sagen, gehen wir ab nach hinten. Bis gleich. Ja, kommen wir kurz nach hinten. Beim Touring ganz besonders, aber auch bei der Limousine kann es vorkommen, dass ihr Wasser im Kofferraum habt. Bei dem Touring bildet sich teilweise Kondenswasser. Wenn ihr die große Anlage habt, müsst ihr da auf jeden Fall aufpassen. Sonst zerstört es euch das Steuergerät. Und zum Thema Wassereintritt einfach schauen. Ja, Kofferraum aufmachen, Ersatzrad raus, seitlich mal fühlen, Verkleidung weg, mal einfach mal schauen. Das seht ihr oder riecht ihr sofort, wenn da irgendwo ein Wassereintritt ist. Ja. Ganz wichtig, Problem hatte E36 auch, da haben wir das glaube ich gar nicht groß angesprochen. Aber ist definitiv ein Problem bei den Fahrzeugen. Was bei einer gewissen Kilometerleistung auch vorkommt, ist aber allerdings das Thema Verschleiß, die Hardyscheibe. Das heißt, die Übertragung von der Antriebswelle auf das Diff fängt an auszuschlagen. Das Herd hört ihr aber, wenn ihr losfahrt zum Beispiel und ihr beim Schalten so ein Pack, Pack hört, ja? Also auch beim Lastwechsel und so weiter, dann wisst ihr, dass ihr die Hardyscheibe tauschen müsst. Ist aber kein Aufwand und die kostet so, ja, ca. 50 Euro. Dann wäre das Problem mit der Hardyscheibe auch gelöst.
Mein persönliches Fazit zu dem Auto ist, für einen Fahranfänger, für einen Daily, für ein Alltagsauto, wenn jemand was Standfestes will, für dieses Geld, dann ist das das perfekte Auto. Also man bekommt so ein Fahrzeug bereits schon ab 1500 bis 2000 Euro in einem brauchbaren Zustand mit einer super Ausstattung, muss man einfach sagen. Und es gibt wenig Autos, sage ich mal ganz vorsichtig, die so zuverlässig sind. Also die Motoren, die Benzinmotoren, die Sechszylinder, wenn die gepflegt werden, Öl, Wasser, gibt es da keinerlei Probleme. Beim Diesel habe ich es bereits angesprochen, da gibt es ein paar Probleme. Wir haben Probleme ab und an mit dem Turbolader, mit der Einspritzpumpe. Und Thema Dreiklappen ist auch eine Thematik. Viele machen es bei denen Modelle einfach schon raus, um einfach einen Motorschaden oder ähnliches zu verhindern. Aber das ist halt auch wieder so das Thema. Es kommt nicht bei jedem Auto vor. Also da muss man jetzt nicht denken, dass der Motor grundsätzlich schlecht ist. Es gibt Autos, wo das vorkommt. Es gibt aber auch Autos, die fahren 300.000 Kilometer ohne Probleme. Da muss ich jeder sein eigenes Bild machen. Die Punkte, die zu beachten sind, habe ich euch gesagt. Thema Rost, Thema Hinterachse, einfach schauen. Differential, Lagerung, dann Thematik Hardy Shape. Das sind so Kleinigkeiten, Verschleißteile, Bremse, Vorderachse, Querlenkerlager, Ölverlust, Motor. Das kann man schauen, das kann jeder schauen, wenn er sich ein bisschen damit auskennt. Und dann gibt es keinerlei Probleme. Ja? Jetzt wünsche ich euch viel Spaß im nächsten Video im Teil 3 und dann bis bald. Ciao.